Moin moin und herzlich willkommen zurück zu meiner Red Flag 21-1 Kampagne. Wir sind inzwischen bei Mission 6 angekommen und wie schon im letzten Video angedeutet, dreht sich unsere heutige Aufgabe um den Luftkampf. Genauer gesagt wurden wir diesmal mit einer Escort-Mission betraut. Wir fliegen heute die GM6 Departure zum LK-Korridor. Von dort gelangen wir zum Marshall Orbit am Wegpunkt 6, den wir um 21.35 Uhr Zulu-Zeit verlassen und somit den Seed- und Strike-Packages vorausfliegen, um die feindlichen Flugzeuge anzugreifen und zu zerstören. Am besten natürlich, ohne selbst zerstört zu werden. Wir fangen jetzt schon mal wie gewohnt mit unserer Take-Off-Checkliste an, holen uns dann unsere Starterlaubnis und rollen danach ganz entspannt auf die Landebahn. Colt 1-1, request take-off. Jetzt schließen wir noch unsere Take-Off-Checkliste ab und werden dann gemäß unseres Departure-Plans um 21.15 Uhr Zulu-Zeit starten. Colt 1, Nels Departure, clear tactical, contact Darkstar, UHF, channel 16. Darkstar, Colt 1, PAS fragged, request Alcal corridor via the Mormon Peak. Colt 1, Darkstar, radar contact, cleared Alcal corridor via Mormon Peak, shell tanker available, UHF channel 14, TACAN 83 Yankee, ARCO tanker available, UHF channel 15, TACAN 94 Yankee. Word to Alpha, 4-2, mission canceled. Picture available on request. Lowdown, West SA-15 active. West HQ-7 active. East SA-15 active. East HQ-7 active. Darkstar, pre-push briefing. Full up war, visibility good with scattered clouds. Words Alpha, 4-2, mission canceled. Picture available on request. Lowdown, West SA-15 active. West HQ-7 active. East SA-15 active.
East, HQ 7, active. Fort 100 at 7,000, cut. Wir haben inzwischen planmäßig unseren Marshall-Orbit verlassen und die FIBA überquert. Wie man unschwer erkennen kann, ist der erste Bandit bereits auf unserem Radar aufgetaucht und wie schon im letzten Video, halte ich mich jetzt erstmal mit meinen Kommentaren zurück und lasse euch in Ruhe die Luftkämpfe anschauen. Engage bandits. Darkstar, check north for container. Das verlief ja nicht ganz so glücklich für uns. Meine MRAM wurde ausgewichen und der Bandit, auf den ich meine Sideminer geschossen habe, wurde vorher von Cold 1-3 zerstört. Mal sehen, wie es gleich läuft.
engaged bandits. Gut, auch diesmal wieder außer Spesen nichts gewesen. Eine weitere gegnerische Staffel ist aufgestiegen und wir haben noch eine MRAM und eine Sidewinder. Mal sehen, was wir noch ausrichten können. All players, Darkstar. West SA-15, destroy. Flight, engage bandits. Yeah.
12,000. Ford 1, Splash Bandit at Bullseye 070 for 40 at 12,000. Auch diesmal war mir Fortuna nicht hold. Meine MRAM wurde wieder ausgewichen und die zweite Sidewinder war zurückblickend betrachtet etwas zu optimistisch. Über den vermeintlichen Gunkill fange ich gar nicht erst an zu reden, denn ich war ja schon kurz vorm Stall, bevor die 9X von Cold 1-2 den Bände traf. All players, Dark Star. All strikers have egressed. Dark
Dark Star Colt 1 in flight report. Mission successful. Colt 1, Dark Star, copy. We cleared RTB. Colt 1, Dark Star, push NATSIF, UHF Channel 4. Altitude. Heute ist mit Fornellis definitiv zu viel Verkehr, deswegen machen wir mal lieber ein Straight-In auf Runway 21 Left. Danach gibt es dann wie gewohnt die Zusammenfassung dieser Mission. Nach einer etwas harten und unerwartet windigen Landung will ich die heutige Mission, wie angekündigt, nochmal Revue passieren lassen. Mit der ersten MRAM hatte ich einfach nur Pech, denn das Ausweichmanöver der Flanker sah im TechView schon ziemlich holprig aus. Dass mir Colt 1 3 den Abschuss weggestappt hat, war ebenfalls etwas unglücklich für mich. Allerdings war ich zu dem Zeitpunkt noch einigermaßen auf der Höhe, was man im darauffolgenden Luftkampf nicht gerade sagen konnte. Während meine Wingmen schon voll bei der Sache waren, war ich noch ziemlich weit ab vom Schuss und habe erst relativ spät in den Kampf eingegriffen. Dass meine beiden MRAMs nicht getroffen haben, ging im Nachhinein betrachtet also völlig okay. Im letzten Luftkampf gegen die MiG-21 hätte ich zumindest einen Abschuss mal verdient gehabt. Aber auch hier zeigte die KI ihr Können und wich meiner Fox 3 aus. Warum ich zudem nach links abgedreht bin, obwohl die MiG-21 mit einem gut erkennbaren Huhu, hier bin ich, Flairfeuerwerk nach rechts geflogen ist, weiß im Nachhinein auch nur der liebe Gott. Zudem war die verschwendete Sidewinder auch noch ziemlich ärgerlich. Ich finde, dass ich mich trotzdem ganz okay geschlagen habe. Wenn ihr das auch so seht oder auch ganz anders, schreibt gerne in die Kommentare, lasst ein Abo und ein Like da und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, willkommen zur Mission 7.
Macht's gut, euer Chief.